Hallo meine lieben Freunde, willkommen zu meinem neuen Projekt Offroad Extreme. Viele von euch werden sich jetzt fragen, what the fuck ist das? Und glaub mir, als ich damals das Spiel gesehen habe, dachte ich mir auch so, what the fuck ist das? Es ist ein Offroad-Autorennspiel mit Buggies und Quads und Karts und was da oben alles steht, ne, wisst ihr Bescheid. Ich war damals, ich weiß nicht, wie alt ich war ziemlich jung und hatte damals meine Wii neu. Warum lässt die Ladung meiner Batterien da? Das finde ich nicht schön. Ich war in Holland mit meinen Eltern, hatte gerade so meine Wii neu, war noch jung. Und dann hatten die da so ein Angebot in Holland, so von wegen, kaufe ein Wii-Spiel und bekomme eins von diesen 20 ausgewählten Spielen, eins umsonst dazu. Und das einzige Spiel, was irgendwie interessant aussah, war dieses Spiel, was man umsonst dazu bekommen hat. Und im Endeffekt will ich nicht sagen, ich bereue es, aber ihr werdet gleich sehen. Ich drück mal den A-Knopf. So. Ich habe kein Profil. Nee. Wir machen ein neues Profil. So, worum geht's überhaupt nicht? Wisst ihr, wann ich das Spiel das letzte Mal gespielt habe? Das ist Jahre her. Oh Gott, ey. Ich will nur kurz mal gucken, meine Batterien, ey. Scheiße. Ansonsten, falls gleich meine Batterien leer gehen, dann mache ich kurz einen Cut und wechsle die aus. Wusste ich nicht, dass die leer sind. Ich würde sagen, wir starten einfach mal ein Rennen. Es gibt. Du Scheiße. Das habe ich noch gar nicht frei. Okay, ich glaube, wir machen erstmal ein Einzelrennen. Hahaha. Und ich nehme den. Ja. Wo zur Hölle war mein Mauszeiger gerade? Ich kann die Uhrzeit einstellen, das ist mir vollkommen egal. Okay, Leute. Das wird ein kleines Spaßprojekt werden. Das wird kein richtiges Projekt werden, ne? Es wird ein kleines Spaßprojekt werden. Wir werden mal ein paar Rennen machen und dann wird das Projekt auch schon wieder vorbei sein. Ich will das nicht lang machen. Ich habe absolut keine Ahnung, wie man fährt, ne? Alright, alright. Okay. Wow, ganz ruhig, Mann. Yo, alles klar. Yo, Leute, yo. Gott. Das Lenkung, das... Ja. Leute. Ich stecke fest. Nein, der fährt einfach hinten mit mir mit. Das zählt nicht. Alter, ich bin Erster. Gott. Wie aktiviere ich den Punkt? Ah! Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Nein. Das finde ich nicht gut. Eins ist bremsen, okay. Wie aktiviere ich Nitro? Nein. So schon mal nicht. So auch nicht. Oh nein. Nein, ich war so schön Erster. Ich weiß nicht, wie ich Nico aktiviere. Ah, die Fernbedienung schütteln. Alright. Alright. Wisst ihr jetzt, warum das ein Spaßprojekt wird, Leute? Oh, ich sehe gerade. Oh. Ups. Übrigens, ich habe bis jetzt, das weiß ich, ich häng fest. Kann ich mich irgendwie zurücksetzen? Ah, danke schön. Das weiß ich auf jeden Fall noch. Sag mal, bin ich denn grenzdebil? Ich habe noch nie habe ich ein Rennen gewonnen bei diesem Spiel. Noch nie. Ob das im Projekt mal der Fall ist? Ah, diese Lenkung! Ich schüttel doch... Ich schüttel doch das Gerät. Ich weiß, das wollte die alle hören. Ich bin Erster, WTF? Ich dachte, der Erste wäre jetzt gefühlt 3 Kilometer weit vorne. Oh, das ist die Mikrozeit. Alright, alright. Es gibt 3 Runden. Oh mein Gott.
Gott. Nein, 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 nein. Geh zur Seite. Ich bin froh, dass ich... Wow. Alter, was ist falsch mit... Alter. Alter. Ist das... Das hat die... Das hat die jetzt gefühlt mehr geschadet wie mir. War es denn das wert? Ich denke nicht. Gott, Leute. Oh Gott. Am schlimmsten ist die Lenkung, wirklich. Also, wenn die Lenkung wenigstens akzeptabel gewesen wäre, ne? Dann hätte man gesagt, okay, das Spiel ist ja gar nicht so kacke. Aber... Nee. 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 Okay. Boah, da bin ich aber gerade echt gut um die Kurve gefahren hier. Ja, ein bisschen... Nein, 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 nein. Oh nein, hör auf mich zu schubsen, bitte. Alter. Nein. Nein, nicht der schon wieder. Der Kollege, den kenne ich doch noch. Fahr, Junge, fahr! Boah! Alter, ist das schnell. Hast du den Wagen ja gar nicht mehr unter Kontrolle. Aber wirklich null. Dass man den Wagen wieder ein bisschen repariert. Das Projekt, Leute, freut euch da drauf. Das wird nicht lang gehen. Keine Sorge. Ich will euch das Spiel einfach nur mal ein bisschen vorstellen. Weil ich muss ja zugeben, dass ich schon ein bisschen Lust auf das Spiel habe. Einfach nur, weil es einfach lustig ist. Das ist kein ernstes Projekt, das ist einfach ein Spaßprojekt. Ist auch mal schön. Hat mal lang nicht mehr. Hat mir überhaupt schon mal ein richtiges Spaßprojekt, wo ich irgendein Spiel, was ich jetzt nicht so... mochte, eigentlich nicht. Ich habe bis jetzt jedes Spiel irgendwie ernst genommen. Aber das hier kann ich einfach nicht ernst nehmen. Ich wollte ja erst ein Let's Trash draus machen, aber dann dachte ich so, nein, es gibt kein Spiel der Welt, was verdient hätte, Trash genannt zu werden, weil da saßen immer Leute hinter, die sich doch vielleicht Mühe gegeben haben, so ein Spiel zu machen. Deshalb wollte ich das nicht Let's Trash nennen. Ja. Ich bin immer noch Erster, weil mich keiner überholen kann. Leute. Ich will euch ja nicht den Spaß verderben, aber... Ihr wisst schon, dass das die letzte Runde ist. Unsere Reifen sind aneinander verkeilt. Ich werde jetzt einfach mal extra da runter, damit ich hier ein bisschen... Oh nein, diesmal nicht. Oh, Gott. Oh Gott. Das Schöne ist, ich bin jetzt Letzter. Und das in der letzten Runde. Wisst ihr jetzt, warum ich nie Erster geworden bin? Ich denke, ihr versteht das. Ich denke, ihr erkennt so ein Muster, warum. Das hat nämlich seine Gründe. Wobei die hier gerade echt alle auf einem Haufen sind. Und ich doch noch einfach vorbeiziehen muss. Oh Gott, Leute. Nimm das Nitro. Ich bin Erster. Oh mein Gott, warum heiße ich zu viel? Ist mir egal. WTF. Nein. Nein, 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 nein. Das spielen wir nicht mehr. Oh Gott, ey. Mega gut. Ich hab mein Ziel erreicht. Jetzt kann ich das Projekt auch eigentlich beenden. Habe ich jetzt irgendwie was Neues freigeschaltet hier? Nicht? Alright. 500 CC. Eine Meisterschaft machen wir, glaube ich, mal im nächsten Part. Was? Habe ich nichts Neues freigeschaltet? Irgendwie eine neue Strecke? Oh, doch, habe ich. Den Viper Canyon. Dann machen wir noch den Viper Canyon. Oh Mann, ey. Leute, ich habe hier kein Ziel in diesem Projekt. Wie gesagt, das wird ein reines Spaßprojekt. Ich denke auch nicht, dass es mehr als 10 Parts werden. Außer ihr wollt mehr davon, dann sehr gerne. Aber... Ich bin mir da unsicher. Warum habe ich denn jetzt so... Oh nein, scheiße, ich habe den falschen Wagen ausgewählt. Ich habe den falschen Wagen, egal.
Boah, der Wagen ist einfach fett. Alles klar. Wo geht's denn lang? Ach, da. Kürzen wir einfach mal ein bisschen ab. Weil, ist halt so. Macht Spaß. Haben wir auch schon mal alle schön überholt. Wir sind wieder Erster. Kriegen ein bisschen Kohle. So, na dann. Fahren wir mal. Jawohl. Sag bloß jetzt. Okay, das ist eine sehr kurze Strecke. Okay. Alright, alright. Hab nichts gesagt. Hab nichts gesagt. Alles klar. Die Strecke ist aber wirklich kürzer als die erste. Viel kürzer. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Okay, irgendwie scheine ich relativ weit vorne zu sein. Kann ich auch nach hinten gucken? Hinter mir ist ja gar keiner. Was ist denn los mit denen? Ich schüttel mein Ding. Ja. Lass mich mein Ding schütteln. Das ist mir vollkommen egal. Jo. Okay, jetzt hat's funktioniert. Jetzt war aber ein bisschen blöd. Gut. Jetzt kommt immer noch keiner. Oh, oh. Oh, doch, da kommt's. Oh, oh. Hätte ich nicht sagen sollen. Hätte ich einfach nicht sagen sollen. Alright. Das sollte aber wirklich alles kein Problem sein. Weil die Strecke ist jetzt wirklich überhaupt nicht schwer. Hinter mir ist keiner mehr. Also die Strecke ist easy. Möchte ich mal behaupten. Ich wollte keinen Kommentar bringen, ja? Ich wollte wirklich absolut keinen Kommentar jetzt bringen, okay? Großartig. Bugfrei das Spiel, bugfrei. Leute, habt ihr schon mal ein schöneres Spiel gesehen? Ich nicht. Was war das denn? Ich habe mein Nitro aktiviert und auf einmal war ich im Himmel. Ich war bei Gott. Ich habe den die Hand geschüttelt. Das ist schön. Ich will jetzt aber wieder meinen richtigen Wagen. Und wir machen jetzt noch den Cactus Gorge. Und dann hat sich die Sache auch schon mal erledigt. Oh Mann, Leute. Oh Mann, ey. Was zum Fick war das eben? Wo geht's denn lang? Sag mir doch mal einer, dass es da lang geht. Wow, Entschuldigung. War nicht so geplant. Warum bin ich jetzt weiter? Ich wollte gerade schon sagen. Oh, wegen dem Spannen. Ja, ist okay, Kollege, ist okay. Machen wir halt so. Wenn ich das richtig sehe, geht diese Strecke einfach nur im Kreis. Und mein Wagen ist gleich Schrott. So. War das die erste Runde? Das war die erste Runde. Oh doch, da ist noch einer hinter mir. Aber... Wow, wo geht's lang? Da geht's lang. Habe ich nicht gesehen. Warum geht mein Wagen so schnell kaputt? Oh Gott, irgendwer will mich da wieder überholen. Das sehe ich nicht ein. Das sehe ich nicht ein. Niemand überholt mich. Ich bin der beste Fahrer der Welt. Der Gott eben die Hand geschüttelt hat.
So gut bin ich. Gott wollte mir die Hand schütteln. Also ich bitte euch. Das Blöde ist, dass gleich mein Wagen einfach nur kaputt ist. Und mir irgendein einer am Arsch klebt. Oh oh. Nicht in der letzten Runde, natürlich in der letzten Runde. Wann auch sonst? Wann auch sonst? Komm, zieh an! Ich will ja nichts sagen. Falsche. Wo ist das denn bitte die falsche Richtung? Ich hätte das so easy wie Erster werden können, ne? Aber ich dachte mir einfach so, nee. Nee. Ich bin Letzter. Ich habe $10 bekommen. Ich glaube, ich bin gut. Ich glaube wirklich, ich bin gut. Ich will jetzt nur gucken. Ich will jetzt kein neues Rennen starten. Ich will nur kurz was gucken. Hätte ich jetzt rein theoretisch trotzdem eine neue Strecke freigeschaltet? Nee. Also man musste wahrscheinlich schon Erster oder sowas. Oder zumindest in den Top 3. Aber gut. Ist das eigentlich Profi? Wie auch immer man das alles freischaltet, ich habe keine Ahnung. Steht das die Option? So wird gespielt, Steuerung, Ton, ja, geht alles, Profil. 5? Das Spiel hat eine Prozentantwort. Okay. Leute, wir sehen uns einfach im nächsten Part wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, schaltet im nächsten Part wieder ein. Würde mich sehr freuen. Und ich sage bis dahin. Tschüss.